Hallo, ihr Steinverrückten. Ihr kennt ja das, was ich zu Lego sage. Alles kommt irgendwann wieder. So ist es. Es gab zum Beispiel die Power Miners, irgendwas mit Jill so und so gab es mal. Also dann diese Tunnelbohrsachen in City. Also gebohrt wird scheinbar immer mal wieder. Und jetzt gucken wir uns mal ein ganz frühes Exemplar an von Bergarbeitern, nämlich die Rock Raiders. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr YouTube-Videos schaut. Ich bin der Martin, der Steinverrückte. Und ich sag's ja eben schon, es geht mal unter Tage, es geht zu den Minenarbeitern, nämlich zu den Rock Raiders oder Rock Riders. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Es gibt wieder abstruse Geschichte. Wir sind im Weltraum. Wir sind irgendwo gestrandet und müssen was abbauen. Ja, da gab es auch ein lustiges Computerspiel zu. Aus heutiger Sicht, ich hatte es nicht gespielt, bin ich auch froh, ich habe es nicht verpasst, nichts verpasst, also wirklich. Auf der anderen Seite ist es aber wohl so eine Art Echtzeit-Strategiespiel im Lego-Universum. Also, what shells, sagte der Schellfisch, vielleicht gar nicht so schlecht. Für alle, die das damals gespielt haben, könnt ihr mal einen Kommentar unten drunter lassen, wie euch das denn gefallen hat. Ja, unfassbare Formteile erwarten uns. Riesengroße Formteile, die das Set in meinen Augen fast zu 4 plus machen. Verrückt. Man muss es echt mal gesehen haben. Und heute zerre ich die ganze Reihe vor die Kamera und ein paar habe ich auch live dabei. Also dann schauen wir es uns mal an. Wie immer mal ein Blick in die damaligen Kataloge in Deutsch und hier wird auch die Hintergrundgeschichte kurz erzählt. Man sucht diese Kristalle und dann gibt es überall Lava und die Rockmonster, die Hinterhältigen. Ich würde aber sagen, wenn man die Geschichte kennt, die Minifiguren, also die Rock Raiders, sind die Eindringlinge und die Monster können gar nichts dafür. Egal, wir gucken aber mal auf die ersten beiden Teile, nämlich den Granitgrinder und den Chrome Crusher, den es damals gab, immer mit Comic. Und ihr seht schon, Chrom ist was Wunderbares. Das größte Set war oben das Headquarters, eine 3D-Bauplatte. Herzlein, was willst du mehr? Und nicht zu vergessen, den Tunneltransport-Senkrechtstarter. Mann, das sind legendäre Sets, wirklich fantastisch. Wenn man die beiden heute haben möchte, ist man zusammen schnell über die 100 Euro geflitzt. Nehmt's mir nicht übel, dass ich mir das erspart habe. Nichtsdestotrotz, ich habe auch ein paar in Live. Wir gucken uns als erstmal ein paar Bilder vom Chrome Crusher, heißt er, glaube ich, an, wie ich ihn zusammenbaue und dann gehen wir mal live zu den Sets. Gehen wir mal hier auf die 4970. Die habe ich jetzt mal auseinandergebaut, gewaschen und vor mir liegen. Und was einem da auffällt, ist halt dieses 4-Plus-Erlebnis. Meine Güte, sind das riesengroße Formteile. Also wenn ich hier diese drei Sachen schon mal zusammenstelle, dann bin ich ja gefühlt schon fertig mit dem Bau. Und es wird nicht kleiner. Hier sind zwar netterweise überall Drucke drauf, das ist ganz schön gemacht. Aber was sind das für riesen Kavenzmänner? Also wirklich, es ist unfassbar groß. Und selbst der sehr geil verchromte Bohrer hier, ja, ein riesen Geschiss. Also es sind nicht viele Teile, es ist wirklich gefühltes 4 Plus. Ja, ich denke auch mal, ich verstehe gar nicht, warum man hier so viel gedruckt hat bei der Anleitung. Also ich gehe mal davon aus, ich bin da innerhalb von 10 Minuten durch. Ja, ich habe es euch beim Bauen schon gezeigt. Es sind immer unfassbar große Formteile hier an diesen ganzen Dingern dran, auf denen man dann baut. Und wenn ich das jetzt mal abziehe, hier dieses Unterteil, das Teil und das Teil, ja, bist du schnell fertig. Viel mehr ist es dann nicht. Dafür ist die Bespielbarkeit wirklich gegeben. Es ist halt hier nicht mehr als Klappe auf, Fahrer drin und hier hinten ein kleiner Hebel, an dem ich dann die Schaufel bedienen kann. Ich habe hier auch so einen Mechanismus, der den in Position hält. Dann kann ich so machen und entsprechend fahren und auch hochziehen. Das Ganze ist ganz simpel gelöst mit einer Kette, die hier unter dem Wagen hergezogen wird und die hier aufgehangen ist. Also ganz, ganz einfach, aber es funktioniert. Und wenn ich sie dann oben halten will, klappe ich hier zu, dann kann das hier nicht zurück und die Schaufel hält oben. Aber natürlich werden hier gewisse Monsterchen in irgendeiner Form freigesetzt. Und diese Monsterchen machen nichts anderes, als diese komischen Kristalle hier beschützen. Hier ist keiner drin, ich zeige es euch an einem anderen. Tut mir leid. So wie es immer ist, der tolle Vorführeffekt.
Die sind verglichen mit den von den Power Miners natürlich echt ultra hässlich. Einfach nur so ein braunes Matschviech. Hier, das kann man eben auch wieder aus der Hand nehmen. Aber was anderes außer diesen Teilen kann er auch nicht wirklich in die Hand packen, weil das ist mehr so ein, wie soll ich das jetzt benennen, ne? Das ist so eine Klammer, aber eine schlecht gemachte Klammer. Ja, also es ist dieser braune Matschhaufen, der als Gegner herhalten muss. Ich kann hier nur den Arm hoch und runter bewegen, mehr ist es nicht. Hat auch keine Wurffunktion oder sonst was. Aber da haben wir hier dann noch dieses megamäßig tolle Monstergerät. Wieder einmal mit unfassbar großen Formteilen. Ja, hier gucken wir mal, ob im Stein was drin ist. Wäre jetzt natürlich toll. Ja, da sind sie. Hier ein angedeuteter V8-Motor, man beachte ihn bitte, sonst ist im Prinzip da nichts. Also das ist hier wieder ein riesen Formteil, 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 fertig. Wirklich, es ist nicht viel an Teil. Ist schon ein bisschen bitter. So gefühltes 4 plus. Ich kann das hier abnehmen, wenn ich das möchte, was auch immer ich für einen Sinn darunter habe, das abzunehmen. Aber der Hauptaugenmerk ist natürlich auf diesen riesengroßen, chromfarbenen Bohrer zu richten. Leider gab es Chrom nie mehr in späteren Sets, also heute, aktuell gab es das nie mehr, sodass wir das leider nicht mehr haben. Aber wenn man das so sieht, es ist ein Hingucker, ne? So ein verchromtes Teil ist schon mega genial. Hier hinten haben wir auch noch was zum Sprengen, weil das muss der gute Hannes ja hier haben. Tolle Dynamitstangen. Bumm macht das dann, schätze ich mal, ferngesteuert. Ja, die Kinder werden sich schon was einfallen lassen beim Spielen. Jetzt muss ich das Licht mal ausmachen. Denn sonst seht ihr das Ganze nicht. Hier ist nämlich ein Wahnsinnslaser drauf mit unterschiedlich aufbaubaren Farben. Und dann können wir hier mit dem Laser nämlich arbeiten. Ja, mehr ist es nicht. Ne? Es ist hier, es ist ein Lämpchen. Es macht auch nicht wirklich Bididiu oder sowas in der Richtung. Es ist nur ein Lämpchen. Mit zwei Batterien wird das Ganze betrieben und dann kommt hier das. Ja, ich glaube, da muss ich hier alles dicht machen, damit man einigermaßen sieht, wie das ist. Und es ist tatsächlich in der Bauanleitung beschrieben, die ich leider nur in ausgedruckter Printvariante habe. Das ist das Special Feature hier hinten. Achtung, gleich, dass man ihn da drauf bauen kann. Und das muss ich aber schneiden. Ah, hier ist es. Oh, da kann man unterschiedliche Farben aufstecken. Also ein langes, ein orangenes und ein kurzes. Heidewitzka. Und wenn man jetzt denkt, das würde gewaltig anders leuchten, dann nein. Machen wir mal das Orangene drauf, damit ihr auch das mal gesehen habt. Einfach so. Klick. Und reingeguckt. Klick. Das gleiche ist es mit dem. Mit dem kurzen Teil. Ich mache es halt ehrlicherweise immer dran, komplett. So. Sieht dann zumindest etwas cooler aus, wie ich finde. Ja, also man wundert sich jetzt nicht wirklich, warum dieses Teil hier später nicht mehr Eingang gefunden hat in Lego. Weil das ist echt für die Füße. Das kannst du auch lassen. Also. Jede gebaute Kanone wäre cooler gewesen, von mir aus mit einem Schussmechanismus oder sonst was. Hier ein Federshooter wäre hier besser gewesen als das Ding. Aber wir wollen es mal, naja, wir wollen es mal so hinnehmen, wie es ist. Was sagt ihr zu dem Kerlchen? Legendär oder? Glück auf! Wie ist denn eure Meinung dazu, zu den Rock Raiders? Blöd oder cool? Das bessere oder schlechtere Power Miners? Also meine Meinung steht fest. Ich finde diese unfassbar großen Formteile nicht wirklich genial. Aber jedem das seine. Wem das früher gefallen hat, der hat vielleicht auch heute so einen nostalgischen Flair und findet es immer noch gut. Auf der anderen Seite, das Chrom ist natürlich, oh, wenn man das sieht, denkt man immer, wow, warum gibt es das nicht immer noch? Man weiß es nicht. Leider ist die Serie nicht wirklich ganz billig, wenn man sie auf dem Zweitmarkt erhaschen will. Meine Sets waren jetzt nicht wahnsinnig teuer. Ich habe sie in einem Konvolut bekommen und einmal 20 Euro für den größeren Driller bezahlt. Auf der anderen Seite, wenn man so ein Konvolut holt, ist man schnell über die 100. Das zahle ich nicht. Na denn, macht euch eine gute Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt steinverrückt. Bis zum nächsten Mal. Glück auf. If you smell what the rock is cooking. Oh Mann, ich bin. Ja, außer mir lacht wieder keiner, egal.
Und ich würde sagen, wir schauen uns die ganze Reihe mal an. Rock Riders, Rock Raiders. Ich weiß nicht, wie rum es man sagt. Ich glaube, es sind die Rock Raiders. Und wir, ach, ist wieder so lang und so geschwafelt.